Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist der 12.12., sprich der 12. Dezember und natürlich geht es heute wieder weiter mit dem CSGO Adventskalender von mir. Heute kommt einiges auf euch zu im Sinne von Informationen und im Sinne von Skins. Aber ich fange mal mit den Informationen an. Ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben, ich hoffe ich vergesse jetzt auf nichts. Aber ja, egal. Number Uno. Für die, die heute das erste Mal einschalten und auch bei meinem CSGO Adventskalender mitmachen wollen. Erster Link in der Videobeschreibung. Klickt ihr drauf. Dann kommt ihr zu meinem Teilnehmervideo. Steht im Titel. Da empfehle ich es euch, das Video ganz anzuschauen, weil dann wisst ihr wie, wann, was, warum, woher, wieso. Was gibt es zu gewinnen, wie nehme ich teil und noch ein paar Feature-Inhalte bzw. Feature-Informationen, zusätzliche Informationen. Ich spoiler gleich ein wenig, um teilzunehmen, müsst ihr mich abonnieren, das Video liken und kommentieren, desto mehr Kommentare ihr unter meinem Video schreibt, also beziehungsweise unter dem Video schreibt, desto höher ist eure Gewinnchance. So, das war mal Numero Uno. Numero 2 ist, ich weiß jetzt nicht, ob es alle von euch wissen, aber für die, die sich das Video, das Teilnehmervideo ganz angeguckt haben, die wissen Bescheid. Am 24. Dezember kommt ein Knife als Preis. Das ist halt so der Hauptpreis von meinem CSGO Adventskalender. Gut, dann Punkt Nummer 3. War ein paar Leute von euch haben mich gefragt oder haben mir als... Also sie haben mich gefragt, ob wir nicht, weil ich mache hier zum Beispiel, dass die Gewinner immer einen Tag aussetzen, ob man das nicht erhöhen könnte auf 2 Tage. Dass halt mehr Leute eine Chance haben zu gewinnen. Finde ich selber, die Idee ist nicht schlecht, aber ich möchte das nicht entscheiden. Von dem hier habe ich euch noch einen Link in die Videobeschreibung gepackt, und zwar wäre es dann der zweite Link von oben. Mal gucken, genau, dann kommt ihr auf diese Webseite, da könnt ihr halt, ist mehr oder weniger ein Voting, sollen die Gewinner 2 Tage aussetzen, ja oder nein, da könnt ihr voten für ja oder nein und dann halt auf voten klicken. Somit weiß ich halt, ob die Mehrheit dafür oder dagegen ist. Ihr habt Zeit zum Voten, sage ich mal, bis morgen, bevor ich halt das nächste Video aufnehme, schaue ich mir das Ergebnis an und je nachdem ändern wir dann das Regelwerk oder nicht. So. Ich glaube, das war mal an Information. Nein, genau, eine Sache war noch. Und zwar am Freitag, den, ich glaube, 9. Dezember war das, kam kein Video vom CSGO Adventskalender online, weil ja YouTube mit den Kommentaren herumgespackt hat. Dafür ist aber am 10. Dezember, das war der Samstag, sind ja dann 2 Episoden online gegangen. Und zwar das eine vom Freitag und das vom Samstag natürlich. Da habe ich gemerkt, dass da einige von euch das nicht ganz realisiert haben, dass da 2 Videos online gekommen sind. Weil da gibt es nämlich noch einen Preis, der noch nicht abgeholt worden ist. Und ja, ich will zwar jetzt nicht sagen, wen dieser Preis gehört, weil wenn er den haben will, soll er ja selber schauen. Weil, ja, ist halt so. Gut, das war's mal mit der Information. Heute gibt es 5 Preise zu gewinnen. Warum 5? Das erkläre ich euch gleich. Nachdem ich euch mal die Preise, beziehungsweise ich erzähle es euch zusätzlich, also nebenbei, wenn ich euch die Preise zeige. Der erste Preis ist heute einen Tech9 Icecap. Der zweite Preis, mal, was habe ich als zweiten Preis? Genau, das K20 Bloodsport. Wäre der zweite Preis. Der dritte Preis wäre eine MAC-10 Neon Rider. Der vierte Preis ist, warum gibt es heute einen vierten Preis? Und zwar habe ich in der Nacht von gestern auf heute die 550 Abonnenten geknackt. Und da dachte ich mir, ich
mach noch einen kleinen Skin dazu, beziehungsweise einen Bonuspreis als, sag ich mal, 50er Special. Und zwar wäre das dann die Galileia Chatterbox. Hat auch einen Sticker drauf, sehe ich gerade. Das habe ich ja letztens auch gemacht, als ich 500 Abonnenten geknackt habe, habe ich als Special sozusagen, als Special Preis, eine M41S Hyper Beast reingetan. So, was war noch? Genau, der fünfte Preis. Wieso gibt es einen fünften Preis? Und zwar hat einer von euch, ein Community-Preis ist das, von dem lieben Nesthetik, Steam-Profil ist in der Beschreibung verlinkt, dritter Link von oben. Und zwar hat uns lieber Nesthetik, dieser nice Boy, eine AWP Warmgott für den CSGO Adventskalender geoffert. Ist nice, könnt ihr euch mal bedanken bei ihm oder auch nicht, je nachdem, also der, sein Steam-Profil ist in der Beschreibung verlinkt. Gut, dann würde ich auch gleich mal die Gewinner ziehen. Ich hoffe, heute gibt es nicht allzu viele Rerolls, weil bei 5 Preisen könnte das natürlich durchaus möglich sein. Und ich habe nicht so viele Kommentare vor, also beziehungsweise so viele Kommentare vorhinein reingeladen. Die drei Gewinner von gestern setzen heute ja natürlich den einen Tag aus. So, der erste Preis wäre dann die Tech 9. Die geht heute raus an den Ultra Mega HD. Der war gestern nicht dabei. Geht's jetzt mal an dich. Der zweite Preis war die SK20 Platz. Boah, ich hab den Namen vergessen. Digga, wie heißt denn nochmal? Platzboard, ja genau. Die SK20 Platzboard geht raus an den glücklichen I'm Flashed. Der ist, glaube ich, neu. Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. In einem Video von mir. Dann mal geht's jetzt an dich. So, der dritte Preis war die Mac10 Neon Rider. Die bekommt heute der glückliche Dudelsack Hater Pyro. Mal kurz nachschauen, ob der gestern dabei war. Dudelsack Hater Pyro. Mir kommt so vor, es wäre irgendwann mal vor kurzem erst, aber aufgeschrieben habe ich nichts. Wo ist mein zweiter Zettel? Jungs, ich musste mal kurz nachschauen, nicht, dass ich da gegen mein eigenes Regelwerk verstoße. Aber anscheinend hat der schon mal gewonnen, aber erst, das war schon am 6. Dezember. Das ist schon, na, jetzt knapp eine Woche her. Also, geht's jetzt an dich. Du bekommst heute eine Mac10 Neon Rider. So, der vierte Preis war dann... Was war der vierte Preis? Genau, die Galileia Chatterbox. Mann, ich komme schon durcheinander durch die ganzen Skins jeden Tag. Die Galil bekommt Gameplayer 287. Der war gestern auch nicht dabei. Geht's jetzt an dich? Der geht ja heute direkt flott mit den Preisen. So, dann gibt es heute nur noch einen Preis. Und zwar den einen Community-Preis von Nesthetik, die AWP Warmgott. Die bekommt heute Nikes. Oh Mann, das sind ja heute ein paar neue dabei. Das gefällt mir. So, das war ja dann mal, also Glückwunsch an euch. Fünf sind es ja heute. Gut, die Preise wurden ausgelost. Die Info wurde gedroppt. Am Anfang des Videos von mir, was ich zu erzählen hatte. Das war's dann auch gleich wieder für heute. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über ein Abo sowieso, für die, was noch nicht abonniert haben, aber nachdem ihr dieses Video guckt und ich davon ausgehe, dass ihr bei meinem Adventskalender mitmacht, habt ihr ja auch abonniert. Aber ich sage es trotzdem, weil ich es gerne sage. Nee. So, wie gesagt, ein Daumen nach oben, ich würde mich freuen. Abonniert, wer noch nicht abonniert hat. Und ansonsten sage ich dann auch gleich wieder ciao, bis morgen, euer Alex. I'm not sure.